Moin Leute, ich bin Simo von Waldkult und das ist der Chris. Wir haben eine spektakuläre Entdeckung gemacht, und zwar den Grabstein von Ernst Thälmann. Ja, zu der Person, das war vor dem Ersten Weltkrieg ein Kommunist, der war Redelsführer quasi der Kommunistischen Partei Deutschland, so in der Art. Genaues wissen wir noch nicht, wir haben das jetzt versucht zu googeln und so, aber es wird im Nachhinein sehr viel sag ich mal, zu der Person noch im Video zu sehen sein. 1986 ist er geboren und 1944 ist er halt gestorben. Und zwar im Buchenwald, auf direkten Befehl von Adolf Hitler hin, wurde er vermutlich erschossen. Ganz genau können wir das nicht sagen. Aber hier sieht man, also ich bin mir nicht sicher, ob der Stein original von seinem Grab ist, muss ich mal ganz klar sagen. Der sieht irgendwie neu aus und relativ frisch behauen. Und nicht so aus, als ob der über 70 Jahre alt ist. Ne? Und ja, das ist halt spektakulär. Ne? Wenn das wirklich der Grabstein von dieser Person ist, dann haben wir hier wirklich einen mega krassen Fund gemacht. Weil offiziell gab es ja kein Grab so von ihm. Ne? Und ja, das ist halt übelst krass. Thälmann wurde am 15. Mai 1903 Mitglied der SPD. Im Oktober 1918 desertierte Thälmann gemeinsam mit 4 befreundeten Soldaten, indem er aus dem Heimaturlaub nicht mehr an die Front zurückkehrte und trat Ende 1918 der USPD bei. Ende November 1920 schloss sich der mitgliedsstarke linke Flügel der USPD, der Kommunistischen Internationale, an und vereinigte sich damit mit deren deutscher Sektion, der KPD. Thälmann war der wichtigste Befürworter dieser Vereinigung in Hamburg. Auf sein Betreiben hin traten 98% der Mitglieder der Hamburger USPD, der KPD, bei. Thälmann war Teilnehmer und einer der Organisatoren des Hamburger Aufstandes vom 23. bis zum 25. Oktober 1923. Am Nachmittag des 3. März 1933 wurde Thälmann zusammen mit seinem persönlichen Sekretär Werner Hirsch in Berlin-Charlottenburg durch 8 Beamte des Polizeireviers 121 festgenommen. Ja Leute, das Interessante kommt jetzt zum Schluss, würde ich mal sagen. Den Grabstein, den ich euch gerade gezeigt habe, der ist nicht gesondert und abseits von den anderen Grabsteinen, weil wir haben ja bestimmt noch 20 Stück, die aussortiert worden sind von einem Friedhof, wahrscheinlich hier aus der Nähe. Und er liegt halt ganz alleine da hinten und das an sich ist schon irgendwie ein bisschen komisch, ne? Weil alle liegen hier, nur der eine nicht. Und hier haben wir Grabsteine aus aktuellen Zeiten, aber auch von bis 1800 noch was. Also da sind schon echt extrem viele dabei. Ne? Und wir wissen nicht, was die hier machen. Ne? Die wurden irgendwann mal aussortiert, wie gesagt, und ja, werden jetzt hier gelagert. Ja, manche Grabsteine haben hier halt so Schilder aufgeklebt, dass das Nutzungsrecht der Grabstätte halt abgelaufen ist. Und das ist ein Indiz dafür, dass die Grabsteine halt direkt vom Friedhof kommen und dass sich bei dem da vorne wahrscheinlich um ein Original handelt und die aussortiert worden sind. Und ja, das ist halt krass. Also das kann durchaus sein, dass das wirklich ein Original ist. Und dann haben wir hier echt Geschichte gefunden. Also richtig authentische Geschichte. Ne? Wir haben hier auch natürlich so, die wurden alle betoniert, kann man hier sehen. Ne? Und aus dem Boden gerissen, samt Beton. Und ja, hier dann halt zwischengelagert. Ne? Auf Paletten, also das ist Wahnsinn. Hier haben wir auch ganz alte, die halt besonders verziert sind, mit einem Kreuz. Dann haben wir hier eine Rose, 2 Rosen. Und dieser Grabstein ist jetzt speziell von 1923. Aber sehr schön hergerichtet, sag ich mal. Ne? Hier außen haben wir halt diese Naturstein, wurde der Naturstein belassen. Und hier dann das ausgefräst, mehr oder weniger, ne? Oder rausgeholt und hier ist halt die Schriftfläche. Ja, wir versuchen nochmal zu recherchieren, worum es hier genau geht und ob das vielleicht ein Original oder eine Fälschung ist. Hundertprozentig kann ich das nicht sagen, aber das sieht halt doch schon sehr authentisch aus. Und ja, wie man den Aufkleber halt gesehen hat, ne? Die wurden halt wirklich vom Friedhof entsorgt, mehr oder weniger, ne? Und dann hier zwischengelagert. Es ist auch schon oft vorgekommen, dass solche Grabsteine weiterverkauft worden sind und dann zum Beispiel
in so Gruselbahnen oder so benutzt worden sind, dort aufgestellt worden sind. Und Angehörige haben dann halt die alten Gräber von ihrer Familie dort gesehen. Und das gab dann teilweise ein großes Trara. Ne? Nur die Betreiber haben dann halt gesagt, ja, wir wussten nicht, dass das Originale sind. Wir dachten, das sind halt Schaustücke. Ne? Und haben die dann aber entfernt. Und solche Sachen passieren bis heute. Und vielleicht ist das hier auch Diebesgut. Ich weiß es nicht. Wir wissen das alle nicht. Und das ist halt total interessant. Ne? Das ist ein Mysterium. Und wir bleiben da dran. Ja, vielleicht gibt es ja unter euch Steinmetze oder Leute, die halt mit solchen Materialien arbeiten und können uns da ein bisschen weiterhelfen. Ist das für euch authentisch aus der Zeit? Das muss ja dann um 1944 gemacht worden sein, dieser Stein. Kann man das anhand der Spuren der Arbeiten irgendwie sehen? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte und deswegen frage ich euch und hätte gerne mal eure Meinung dazu. Bitte schreibt mir das unten in die Kommentare. Ist das möglich, dass das ein Original ist oder nicht? Wäre sehr interessant. Ja, Leute, das ist auch schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Waldkult und der Chris. Mach's gut. Ciao mit V. Haut rein.